Hallo, hier ist wieder eure Tine. Herzlich willkommen in unserer Skorpionlegung für Mai. Meine Güte, wie die Zeit rennt. Hammer. Ja, ich habe, ich weiß nicht, wir hatten ja jetzt Merkur rückläufig bis heute und Gott sei Dank, jetzt ist vorbei. Jetzt bin ich wieder im Flow. Es ging einfach nicht. Ich konnte irgendwie mit den Sternzeichenlegungen nicht weitermachen. Da bin ich irgendwie ins Stocken geraten. Muss wohl irgendwie am Merkur gelegen haben. Schieben wir es mal darauf, ne? So, ich hoffe, euch geht's gut. Schaut gerne mal in eure Jahreslegung rein. Jetzt sind ja schon ein paar Monate vergangen. Vielleicht geht ihr jetzt so mehr mit der Thematik in Resonanz. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Vielleicht sind da hilfreiche Impulse für euch dabei. Jetzt starten wir erstmal, was der Mai für euch so bereithält. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt um den Vollmond im Skorpion am 24.04., das ist heute der Tag, falls ihr um diesen Zeitraum das Video seht, vielleicht ein bisschen unruhige Nächte haben. Könnte ich mir vorstellen, dass das sehr mit schlaflosen Nächten verbunden ist und vielleicht auch emotional ist für euch. So, gucken wir mal, muss aber nicht. Was ist denn hier Thema bei meinem Skorpion? Haraje, was haben wir denn da? Die hatten wir doch auch erst. War die nicht bei Jungfrau, die Karte? Ich glaube ja. Ich glaube, wir hatten letztens in der Jungfrau-Legung. Das ist die Karte der Gier, des Neides, aber auch den Thron in seinem Leben beschreiten. Sich in den Thron setzen, sein Leben in die Hand nehmen. Wir haben hier Münzen, es könnte hier um Werte gehen. Wundert mich gar nicht. Wir haben ja jetzt auch die Stierzeit, die jetzt hier beginnt, also vom Sternzeichen-Zeitraum, ne, kommen wir jetzt in die Stierzeit. Da geht es mitunter um Werte. Ob das nun dein Selbstwert ist, ob das tatsächliche materielle Werte sind, um die es hier geht. Vielleicht geht es um deinen Lohn. Vielleicht möchtest du einfach nur entsprechend belohnt werden, entlohnt werden für deine harte Arbeit. Regret ist so eine Energie von Annahme, Akzeptanz und damit auch Loslassen. Also es fühlt sich so an, als ob hier der eine oder andere eine schwierige Phase hinter sich hat, vielleicht auch was mit Partnerschaften, wo man in der Beziehung vielleicht irgendwas nicht mehr kitten kann, was jetzt einfach sich auch transformiert. Wir sehen hier so diese, ja, was sind das so, Vögel, ne, die so aufsteigen. Und ich nehme die immer so als Transformation, weil wir haben ja die Mondsichel. Vielleicht hat das auch was zu tun mit dem Neumond im Widder. Etwas, was vielleicht am 8.4. angestoßen wurde oder was zum 8.5. nochmal Thema sein könnte. Schau mal gerne nochmal rein, ob wir da in dem schlauen Büchlein noch mal ein paar Impulse bekommen und dann nehmen wir die nächsten Karten. Wo haben wir sie? Okay. Desire. Nee, nicht Desire. Regret steht doch da. Warum lese ich das denn? So, was haben wir da? Ja, etwas gewinnen und gleichzeitig was verlieren. Genau. Also, es kann sein, dass du vielleicht das Gefühl hast, etwas loslassen zu müssen, etwas zu bereuen oder dass du vielleicht einen Verlust in irgendeiner Sache einstecken könntest. Vielleicht hast du Angst, etwas, dass dir was verloren geht, was dir eigentlich zusteht. Oder du hast es mit Themen des Neustarts zu tun, mit Entscheidungen, in irgendeiner Weise vielleicht auch eine Wahl zu treffen. Das sind so die Energien, die hier mit reinspielen. Gut, gucken wir mal, welches Krafttier dich jetzt hier im Mai begegnet. Dann kriegst du vielleicht auch schon mehr Gefühl dafür, was im Mai ansteht. Vielleicht weißt du es auch schon. Hast da schon Themen, die sich so anbahnen, ne? Das haben wir ja manchmal. Ah, den habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Den Skarabäus. Das ist so ein funkelnder Käfer. Schau mal, die Magie wirkt durch dich mit der 56. Also ich nehme mir ganz stark auch wahr, dass du in irgendeiner Weise gefordert bist, hier was in die Umsetzung zu bringen. 5 und 6, haben wir fünfte Haus und sechste Haus. Sprich, geht es um Themen, das sich durchsetzen, sich zum Ausdruck bringen, für sich einstehen. Auch Spiel, Vergnügen, Unterhaltung ist da mit drin, Kreativität steckt da drin. Sechste Haus ist Jungfrau-Energie, da geht es um deinen Alltag, deine Alltagsroutinen, auch alles, was mit Gesundheit und Struktur, System zu tun hat. Ja, eine spannende Mischung,
Ja, der begleitet dich. Also lasse die Magie durch dich wirken, dann wirst du hier vielleicht auch reichlich belohnt. So, gucken wir mal, in welchem Haus sich das Ganze bei dir abspielt. Hier habe ich die Heavenly Body Astrology Karten. Das war mir ein bisschen viel. Das machen wir so nicht. Nochmal, jetzt war ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht bei der Sache. Nochmal. Für meine Skorpione. Klare Botschaften bitte für den Mai. Worum geht's hier? In welchem Haus bewegen wir uns? Und wieder wollen die hier irgendwie so... Ich möchte klare Botschaften für meine Skorpione für Mai 2024. Mai 2024 für meine Skorpione. Bitte klare Botschaften. In welchen Häusern? Was ist für Thema? Supi, danke schön. So. Ist ja gar nicht so viel. Da haben wir Steinbock-Energie. Und wir haben Stier, würde ich sagen. Jedes Mal bin ich am Überlegen, glaubt ihr es? Ich weiß nicht warum. Jedes Mal bin ich am Überlegen, ob Aries Stier ist oder Widder. Glaubst du es? Aber Independence ist eigentlich die Unabhängigkeit. Das müsste Widder sein. Wir lassen das mal so stehen. Ich nehme das als Widder wahr. Dass du hier für dich einstehen musst, das ist eine Energie von seine Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, auch durchsetzen und sich zeigen, zu sich stehen, mutig sein und seiner Passion folgen. Ja, ja, das ist wieder Energie. So, hier haben wir Ambitionen, Realismus und methodische Schritte, also auch systematische Schritte gehen. Ne? Das ist so die Energie vom Ritter der Münzen, der ausdauernd und mit einer Beharrlichkeit an den Dingen arbeitet. Ja, vielleicht hat das hier auch mit einer Selbstständigkeit zu tun oder mit einem Projekt, wo du die Führung übernimmst, wo du dich für einsetzt für etwas, für irgendwas einstehst. Das kann auch sein. So, gucken wir mal, wie du hier, mit welcher Energie du hier jetzt in den Mai reingehst. Ich werde eine neue Legung machen. Auch eine, für diese Legung gibt es auch noch ein Extended. Im Extended werde ich dann das keltische Kreuz legen. So, wie gehst du hier? Du gehst hier als Jungfrau-Energie rein. Nee, Quatsch. Du bist der Skorpion. Aber wir haben hier den Eremiten und das ist so die Energie von Jungfrau. Das ist Rückzug, aber auch Ordnung in die Dinge reinbringen. Rückzug ist damit gemeint, dass du die Dinge nochmal durch den Kopf gehen lässt, analysierst, wie ist das gelaufen in der Vergangenheit, kluge Schritte gehen. Vielleicht hast du auch einen Berater oder möchtest dich beraten lassen von jemandem, der sich auf dem Gebiet auskennt. Licht ins Dunkle bringen, nehme ich hier so wahr. Ja, auch ein Stück weit ist hier so die Energie von Meditation, sich mit sich auseinandersetzen. Nach innen schauen, nehme ich hier wahr. Ganz viel nach innen schauen. Oder kann da auch sein, dass der Eremit hier in die Führung geht, weil wir das ja auch schon so haben. Aber dann müsste hier eigentlich jetzt der Widder erscheinen. Der Eremit ist nicht so derjenige, der jetzt in Action ist. Ne? Der ist so eher der Weise, der oben in den Bergen sitzt. Vielleicht wohnst du sogar in den Bergen. Schreib's mir mal, wo du wohnst. In welcher Region. Hast du schon schön weiten Blick? Kannst du schön weit gucken? Ja? Auf das Fußvolk hinabsehen. So sehe ich jemanden, ja? Hier, in seinem Thron. Hast bestimmt eine Bank oben am Berg und guckst da immer über die Baumwipfel. So ein Bild habe ich gerade. Okay, gucken wir mal weiter. Worum geht's hier? Was ist denn im Ganzen hier vorausgegangen? Da haben wir die Königin der Schwerter. Ja, das passt natürlich. Königin der Schwerter, das ist eine recht... rational denkende Frau oder einfach Person, die einen kühlen Kopf bewahrt, ne? Wenn um sie drum totales Chaos ist oder Tubavu ist, Streitigkeiten, Diskussionen, dann behält sie einen Überblick. Ja, sie ist hier mit dem Kopf drüber. Sie kann weit in die Zukunft blicken. Sie trifft auch zukunftsweisende Entscheidungen. Hat, muss man aber leider auch sagen, auch einiges einstecken dürfen. Ne? Also die Königin der Schwerter, die ist nicht ohne Grund Königin. Die hat so viel Schmerz in ihrem Leben erlebt und trägt das aber mit Fassung.
Sie ist deswegen nicht klein zu kriegen. Vielleicht hast du es auch mit einer Person im Luftzeichen zu tun. Dann wäre das Zwillinge, Wassermann oder Waage. Ja? Vielleicht gab es ja auch eine Aussprache, eine Kommunikation, wobei die Königin eigentlich eher so das, die innengerichtete Energie ist. So, ich überlege jetzt, was ich will. Welche Entscheidung werde ich treffen? Ich möchte kluge Entscheidungen für die Zukunft treffen, nämlich so war diese Energie. Ich möchte hier etwas in eine neue Ordnung bringen. Ich möchte hier Licht ins Dunkle bringen. Klare Verhältnisse nämlich auch wahr. Ja. Vielleicht musst du hier eine Entscheidung treffen, hast alle Möglichkeiten oder du möchtest dir auch bestimmte Wünsche erfüllen. Denn wir haben hier die Karte der Wunscherfüllung und das sind auch hier 7 verschiedene Wünsche. Vielleicht hast du mehrere Wünsche, die du erfüllen möchtest. Weißt nicht so richtig, wo du anfangen sollst, mit welchem Wunsch. Bist vielleicht ein bisschen, ja, ist vielleicht die Qual der Wahl oder du möchtest, dass man dir die Wünsche erfüllt. Du möchtest gerne das Leben genießen. Das würde ja jetzt zu der Stierenergie auf jeden Fall passen, in die wir reinkommen. Gucken wir uns mal genauer an. Königin der Schwerter. Was dürfen wir denn über die Königin der Schwerter noch wissen? Sehr luftige Energie hier, merke ich. Königin der Münzen. Ja, es geht also ums Finanzielle, ums Absichern oder um die Gesundheit. Aber mit den Münzen, die wir hier schon drauf haben und Widderenergie, nehme ich hier eher so das wieder finanziell etwas in die Stabilität bringen. Ja, so Haushalten, auch vielleicht Familienthemen. Ne? Das Münzenergie ist immer alles Materielle, auch Familie, Haus, Heim, ja, sowas in der Richtung. Aber das, was dich nährt, was dich unmittelbar nährt, wovon du quasi zehrst oder was du brauchst, um dich stabil, sicher und geborgen zu fühlen. Da sind alle die Themen mit drin. Okay. Und in dem Sinn kann auch so häusliche Entscheidungen sein. Also beruflich oder häuslich familiär, ne? So, der Eremit. Was dürfen wir über den Eremiten hier noch wissen? Da haben wir die 2 der Kelche. Die steht für Partnerschaften, was sich hier dann jetzt auch als Hauptthema zeigt, dass es darum geht, in irgendeiner Weise ein Commitment abzugeben, einen Vertrag einzugehen, eine Einigung mit jemandem oder für etwas ein Ja auszusprechen, ein eindeutiges Ja von Herzen. Das soll vom Herzen aus, eine Verbindung. Das kann eine freundschaftliche Verbindung sein, eine geschäftliche Verbindung sein oder eine Familie mit. Das muss jetzt nicht zwingend notwendigerweise eine Liebesverbindung sein. Aber sie stellt es schon mal dar, ja. Das sieht man, eine Frau und ein Mann, will ich gar nicht abstreiten, ja. Nicht, dass man sagt, da ist aber ein Pärchen drauf. Ja, da ist ein Pärchen drauf. Aber ich sag mal, die haben ja nur eine Darstellungsmöglichkeit. Und in der heutigen Zeit, ja, ihr wisst ja, ne? Männlein und Männlein und Weiblein und Weiblein und was weiß ich nicht alles. Keine Ahnung, wer ihr alles seid oder wie viele oder so. Sucht euch irgendwas aus, ihr wisst es, um wen es jetzt geht. So, und was geht's mit den 7 der Kelche? Am besten ist, ich lege erstmal aus, dann haben wir so ein Gesamtbild. Habe ich mir jetzt mal so überlegt, ganz spontan. Heute sind wir mal spontan, lustig, frei und wild und machen so, wie uns das gefällt. Ganz einfach. So, lege ich mal die restlichen Karten, dass wir mal ein Gesamtbild haben von dieser ganzen Miserie, die ich hier schon sehe. Ja. So. Festgelegt. Ihr habt da euren Platz. Heieiei, was los bei euch? 10 der Schwerter? Ehrlich jetzt? Wirklich jetzt? Puh. Schwerter. Herzschmerz, Diskussionen, Enttäuschungen. Jemand ist dem anderen in den Rücken gefallen. Da hat der eine dem anderen wieder den Dreck unter den Fingernagel nicht gegönnt. Was los? So, jetzt immer noch 2 Karten für das Outcome. So, die zeigt sich schon, die andere lassen wir mal noch umgedreht. Und was soll hier die Hauptthematik sein? Da haben wir die Kraft, ein Engagement, eine Anstrengung, etwas, was vielleicht auch mit dem Thema Unterstützung zu tun haben könnte, etwas, was mit
Wir haben ja das Infinity-Zeichen, was ich übrigens an meiner Kette habe. Das ist übrigens eine Kette von Energetics. Ja? Falls dich das interessiert, habe ich auch einen Link in der Infobox. So, Infinity-Zeichen, das Unendlichkeitszeichen. Eine Verbindung, die unglaublich stark ist, die ihr vielleicht schon aus einem vorherigen Leben mitgenommen habt oder kennt und wo man jetzt neue Wege geht, wo man jetzt neue Entscheidungen trifft, auch daran wachsen. Ne? Das ist, man kommt vielleicht immer in gewisser Weise gefühlt an den gleichen Punkt und darf jetzt aber darüber nachdenken, okay, wie habe ich denn das letzte Mal reagiert? Wie möchte ich denn diesmal reagieren, um ein anderes Ergebnis hinten raus zu haben? Ne? Das ist so diese Energie, die ich hier nehme. Hier wird der Löwe bezähmt, die Kräfte werden bezähmt. Das geht halt um dieses Animalische. Das kann auch eine sehr starke Anziehungskraft sein, die hier wirkt, ja, dass jemand vielleicht eine gewisse Ausstrahlung hat oder Kraft aufwendet. Ja, im Grunde, die Kraft deutet auch auf das Sternzeichen Löwe hin. Ne? Und Löwe, das sind ja so die Strahlemänner, die so, tada, 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 da bin ich. Ja, die stehen dann so auf der Bühne ihres Lebens. Und vielleicht kennst du jemanden, der Löwe ist, dann schreib mir mal, ob sich das bei dir auch so zeigt. Also die Löwe, die ich kenne, die sind oft so, ja, im Leben auf ihrer Bühne, sag ich's mal so. Die wollen schon gesehen werden. Ne? Drei der Stäbe. Das ist jemand, den du noch nicht siehst. Scheinbar. Da kommt jemand auf dich zu oder du kommst auf denjenigen zu. Da muss ich vielleicht noch jemand überwinden und mutig sein. Vielleicht musst du auch mutig sein. So, warte mal, die legen wir mal hier hin. Ich brauche die anderen Karten. Ich möchte das hier gerne noch ein bisschen mehr in die Tiefe klären und mal genau wissen, worum es hier mit den zwei der Kelchen geht. Was für eine Verbindung hast du denn da? Denn wir haben hier mit dem Page der Münzen einen starken Hinweis, dass das hier auch was ganz Neues ist, ein neuer Weg. Vielleicht auch etwas, ein neuer Mensch, den du kennenlernst im Erdzeichen. Vielleicht die Jungfrau, die ist ja Erdzeichen, das würde ja passen. Erdzeichen, 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 das macht schon Sinn. Hier will jemand erobert werden. Oder du möchtest jemanden erobern oder du möchtest erobert werden. Such dir einfach eine Seite aus, ja? Vielleicht hast du ja auch was überwunden in einer Partnerschaft. Das könnte es auch sein, dass du hier was überwinden möchtest. Aber ich glaube, mit zwei Pagen hier möchte jemand was Neues machen. Hier möchte jemand jemanden um den Finger wickeln. Hier, Löwe-Energie. Da ist jemand attraktiv. Da strahlt jemand. Warum haben wir denn die Königin der Schwerter? Die guckt ja immer so ein bisschen verbissen. Die sieht momentan nicht so richtig Handlungsspielraum. Die ist so ein bisschen unterkühlt, habe ich das Gefühl, weil ihr so die Augen verbunden sind. Sie weiß nicht so richtig, in welche Richtung sie gehen soll. Sie möchte schon einen neuen Weg gehen, sehe ich hier schon mit dem Page der Stäbe. Sie möchte sich auch alle Wünsche erfüllen und glücklich sein. Und Hohepriesterin, es könnte sein, dass sie hier auch Rat sucht bei jemandem, der so spirituell ist, wie zum Beispiel Kartenleger oder eine Beraterin oder so, die vielleicht ihre Geheimnisse lüftet, ich weiß nicht. Oder sie ist auf der Suche nach den Geheimnissen, um die aufzudecken. Ja, das ist sehr spannend. So, schauen wir mal, was der Eremit. Nee, wir fahren mal weiter, machen mal weiter. Königin der Münzen, da drunter. Die Königin der Münzen, was verrät die uns denn? Das ist ja auch so sehr spannend. Du möchtest schon gerne was aufbauen, ne? Du möchtest schon gerne deine Ernte einfahren. Du möchtest gerne gesundheitlich stabil sein. Münzen, möchtest du all den ganzen Reichtum, aber in irgendeiner Weise siehst du gerade nicht, in welche Richtung du jetzt gehen musst, damit du das jetzt erreichst. Sind dir so ein bisschen die Hände gebunden. Das sind auch Glaubensmuster, mit denen du hier kämpfst, ne? Dass du aufgerufen bist, an deinen Glaubensmustern im Mai zu arbeiten. Ich kann das nicht, ich weiß nicht wie. Ja, also richte dich mehr auf Lösungen und auf Wege aus, weil wir sehen hier eine Person, die eine Problematik mit ihrem Selbstwert hat. Wer hätte das gedacht? Ja, eine Problematik mit dem Selbstwert. Wieso, warum auch immer, ne? Also ich gucke mal rein, warum die Münzen, fünf der Münzen, warum ein Problem mit dem Selbstwert? Freiheit. Du musst irgendjemanden loslassen. Guck mal, hier sitzt eine Person, die ist an Ketten gelegt. Und die andere Person, die gibt den Schlüssel. Die gibt sie frei. Liebe lässt frei.
Also wenn du hier noch an irgendwas hängst oder an jemanden hängst, dann mach dich davon frei, weil da gibt es irgendetwas, was dich nicht frei sein lassen kann, also lässt. Lege ich mal dazu. Hat übrigens die Zahl 33, ist auch eine sehr hochschwingende Energie, ne? Du kannst das überwinden. Ich denke, du wirst das hier auch überwinden mit den 6 der Stäbe. Du wirst erkennen, welche Muster du da immer fährst, dass du dich immer so in deinem Mangel hältst. Kann auch finanzieller Mangel sein, den du da überwinden möchtest. Du möchtest diese Stabilität wieder in dein Leben, gesundheitlich, familiär, finanziell, wie gesagt, Münzenergie, das ist alles Materielle. Und vielleicht hilft dir dazu eben diese Verbindung hier. Das kann ja auch sein, dass ihr gemeinsam jetzt hier einen Weg geht. Upala. Und damit das überwindet. 3 der Schwerter. Das könnten kreative Möglichkeiten sein, aber auch verletzende Worte, kleinere Enttäuschungen. Ja, vielleicht einfach auch so ein bisschen Herzschmerz, der da mit dranhängt in der Verbindung. Vielleicht gab es da eine unschöne Situation und du hast gesagt, Mensch, komm, lass uns mal darüber reden. Und du hast dann aber von deinem Gegenüber auch Anerkennung und Wertschätzung geerntet, ja, oder du wurdest erhört, man hat dich wahrgenommen, weil du dich befreit hast, weil du dich freigemacht hast und einfach dein Herz ausgeschüttet hast oder zu dir gestanden hast, klare Ansagen gemacht hast, wo du hier das Gefühl hast, ich bin hier in der Sackgasse. Das könnte ja auch sein. Jetzt schauen wir mal, was der Eremit dazu sagt. Der bringt hier eine Entscheidung, einen Befreiungsschlag. Also hier kommt Licht ins Dunkle. Vielleicht hast du einen hellen Moment durch eine Jungfrau oder durch eine Beratung, einen weisen Rat von jemandem oder das Universum schickt dir wirklich hier Zeichen und Botschaften, die dich hier befreien. Da trötet dir jemand ganz kräftig ins Ohr, ja? Also wirklich ganz kräftig. Das kannst du nicht überhören. Und das könnte dir einen Hinweis geben, mit was du dich jetzt beschäftigst, was du vielleicht lernen musst, was deine Lernaufgabe in der ganzen Nummer ist. Vielleicht hast du auch ein Ahnen. Ich nehme mir ganz stark gerade so die Ahnenkraft wahr. Das ist ja Hammer. Der Eremit, das könnte ja auch jemand sein, ne? Also aus deiner Familie oder jemand, einfach ein lieber Mensch, der schon vorausgegangen ist, der halt ein gewisses Alter schon erreicht hat, eine gewisse Lebenserfahrung. Und dass der dir hier so wie so ein Engel ins Ohr flüstert, aber so eindringlich, dass du kannst das nicht überhören. Du bekommst vielleicht einfach so eine Ahnung, so ein Gefühl oder so einen Impuls. Ne? Page der Münzen kann auch eine Botschaft sein, auch genauso wie der Engel hier. Ich glaube, das ist Schamuel. Und das ist ein sehr glückverheißender Engel. Also wenn du den hast, der steht, glaube ich, auch für Themen in einer Berufung, habe ich mal irgendwie so aufgeschnappt. Ich bin jetzt auch nicht der Engelexperte, ja, aber das kannst du ja gerne mal googeln. Google weiß ja immer alles, ne? So, weiter geht's. Was ist denn, dann hätte ich gerne mal gewusst in der Spiegelung, was denn der Page der Münzen dazu sagt, weil das genau in der Spiegelung liegt. Da klärt sich was. Ah ja, das hat was vielleicht auch mit Kommunikation zu tun, vielleicht ein Brief, ein Dokument, etwas, was jetzt festgelegt wird oder eine Person im Luftzeichen, die recht neu in dein Leben kommt. Ja, ich kriege mal da noch eine Klärung zu dem, was ist da, oh shit, das ist runtergefallen. Und wieder ein Page. Das ist ja jetzt interessant, ne? Also Page, Page, Page. Hier ist Neuanfangsenergie drin, Leute. Ganz eindeutig. Ne? Also das ist Page der Münzen. Das ist neues Geld, neue geschäftliche Möglichkeiten, vielleicht auch eine neue Tätigkeit oder etwas, was man lernt, womit man sich intensiv beschäftigt, was einem später in irgendeiner Weise einen Wert bringen kann, ja? Vielleicht musst du da noch mal was Neues lernen, hast was mit Kommunikation zu tun oder etwas, was sich klärt, dass du einen neuen Ansatz gehst, einen neuen Weg findest, hier in die Kommunikation zu gehen, ja? Oder du
regelst Finanzielles hier mit dem König der Schwerter. Der Page der Kelche, der hier reinkommt, der ist auf jeden Fall sehr glückverheißend. Also hier hast du eindeutig Jupiter-Energie an deiner Seite. Das ist der Glücksplanet und der hilft dir hier. Das sind glückliche Fügungen, die sich hier zeigen. Fühlt sich wirklich sehr befreiend an. Vielleicht wirst du hier auch aus einem Art, jetzt muss ich gerade schmunzeln, ja. Also der Eremit, der ist ja schon jemand, der sehr zurückgezogen lebt und ja, der auch so, man könnte jetzt auch sagen, das ist ein Single, ne? Könnte man jetzt auch sagen. Und mit den Pagen, die hier sind, könnte es sein, dass es hier einige Kommunikation gibt. Ich weiß nicht, gehst du zum Speed-Dating oder was machst du? Das finde ich jetzt lustig. Viel Kommunikation mit neuen Menschen. Da könnte hier halt ein Erdzeichen sein, ein Quatsch, Wasserzeichen. Hier zeigt sich die Stäbe, ne? Also neue Kontakte in allen möglichen Variationen, alle Sternzeichen vorhanden. Haben wir alle Sternzeichen vorhanden? Warte mal. Stäbe, Kelche. Und eins fehlt doch. Schwerter. Na gut. Dafür haben wir ja den König der Schwerter. Der ersetzt den. Der ist auf jeden Fall präsenter. Ne? Also das. Vielleicht ist das auch eine Kommunikation, die dir hier wirklich eine neue Möglichkeit aufzeigt, dass du wieder in die Leichtigkeit kommst, dass die Dinge fluffig sind, ja, dass du dich wieder wohlfühlst, einfach dich glücklich fühlst. Ne? Page der Kelche ist ja auch ein Glücksgefühl. Guti. Dann hätte ich gerne mal noch mehr über die Hohepriesterin gewusst. Ja. Also die fünf der Kelche zeigt mir an, dass du hier eine Zeit auch überwindest, in der du wirklich Kummer gehabt hast, wo du was bereust oder wo du was, ja, wo du unglücklich vielleicht auch warst, Trübsal geblasen hast, einer Beziehung vielleicht auch nachgeweint hast oder der Situation, wie das alles gelaufen ist, irgendwas, was dich enttäuscht hat, ne? Denn fünf der Kelche ist ja jetzt auch nicht wenig gewesen, ne? Also da hat man ja schon einen gewissen Stand in seinem Leben, oder hat man ja schon angefangen, etwas aufzubauen. Aber hier sind drei umgestürzt. Und die Hohepriesterin, die sagt, vertraue, du gib dir das Selbstvertrauen, dass du hier wieder in deine Kraft kommst, dass du dich wieder auf die Dinge konzentrierst, die da sind, die dich glücklich machen und vor allem auf die zwei Kelche, dass du dich auf die konzentrierst, die wir hier auch in der Mitte haben, ja? Dass du das überwindest, dass du dich umdrehst. Das kann die Spiritualität, die dir sein, die dir hier hilft, oder die Religion, dein Glaube. Das ist eine magische Energie, die hier wirkt. Ja, es können auch Botschaften aus der geistigen Welt sein, die du erhalten hast, die dich jetzt dazu animieren, in die Vergebung zu gehen. Tatsächlich in die Vergebung zu gehen. Das finde ich sehr schön. Das fühlt sich sehr friedlich an, dass du sagst, okay, ich vertraue in den Seelenplan. Das sollte irgendwie nicht sein. Und du gibst frei. Und dieses Vergeben und da seinen Frieden mitfinden, das heißt ja nicht, dass man alles für gut heißt, was da passiert ist. Es geht nur darum, dass man dieses Gefühl, was einen da festhält, dass man das akzeptiert, annimmt und dass man auch die ganze Situation, so wie sie eben nun mal ist, voll und ganz annimmt, fühlt und dann aber loslässt und sagt, okay, auch das ist Teil meiner Geschichte oder meines Lebens und du kannst es dann aber in der Vergangenheit lassen. Du nimmst es nicht mit in die Zukunft, ne? Du kannst dich davon lösen und identifizierst dich nicht dein ganzes Leben lang über diese Trauer oder diesen Schmerz, ja, sondern du befreist dich davon. Das nehme ich hier so arg wahr. Vielleicht ist das so für dich, wo du Klarheit erfährst, wo du in so eine reine Energie kommst. Guck mal, sie hat ja auch so ein weißes Gewand und mit Blau. Ich nehme ganz viel auch so eine Reinheit, ne? Du, und Fruchtbarkeit. Wir haben ja diese. Was sind die denn? Irgendwas mit Äpfel sind das, ne? Komme jetzt gerade nicht drauf. Mit diesem roten Kern. Also auch wirklich etwas, was dich nährt und was dich weiterbringt, dass du hier in deinen Frieden kommst. Sehr schön. Puh, ja.
Also auch in einer Transformationsenergie, in einem Übergang, ziemlich holprig, aber du schaffst das, du wuppst das. Du lässt dir hier quasi die, wenn das, das läuft mir gerade die Nase, ich weiß gar nicht warum, drei der Schwerter, ich sehe richtig, wie die aus dem Herzen gezogen werden, wie heilsam das hier ist. Vielleicht ist das auch eine Liebe oder eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft, die du jetzt hier machst, die dir hilft, über diesen Herzschmerz zu kommen, dass du wieder in die Freude und in die Leichtigkeit kommst, ja. Gibt es etwas, was dich begeistert, was dich anzieht, was dich fasziniert? Schau mal, was das ist. Etwas, was sich für dich als Wunscherfüllung darstellt. Deswegen die Gier. Hier, Page der Stäbe, Feuerenergie, da, die Gier. Ich bin gierig nach dir. Ich möchte dich unbedingt mit nach Hause nehmen. Ast der Schwerter. Klarheit und Wahrheit, Kommunikation, die Gerechtigkeit. Mhm. Könnte eine Waage sein, könnte aber auch eine faire Entscheidung sein. Du schaust jetzt hier auf jeden Fall der Wahrheit ins Auge und triffst hier auch Entscheidungen für dich, wieder in deine Balance zu kommen. Das finde ich ja sehr vernünftig. Ja, also das sieht doch gut aus. Du hast hier vielleicht ein Hobby oder irgendeinen, vielleicht einen neuen Menschen, Feuerzeichen, der dich fasziniert. Ja, kann natürlich auch hier Luftzeichen sein. Das zeigt sich ja da oben auch schon und hier auch. Also das könnte durchaus sein, dass hier ein Luftzeichen in dein Leben kommt, ganz neu und frisch. Ja, und so ein neues, frisches Lebensgefühl reinbringt, was dir hilft, in einen Neustart zu kommen. Ja. Das ist wie so ein Bereinigen, wie ein Befreien. Das Ast der Schwerter, hier die Gerechtigkeit, die kommt von außen rein. Das muss nicht unbedingt ein Mensch sein, sondern das ist einfach so ein Lebensgefühl, als ob die geistige Welt jetzt kommt und dieses Schwert nimmt und sagt, wir sind jetzt hier, Michael, kennst du den, das ist doch der Schutzpatron für die Reisenden. Ne? Also ich weiß, meine Oma hatte den immer im Auto früher mal. Oder, ja genau, ich glaube, meine Oma war das. Und da kannte ich den aber noch nicht. Und der zückt jetzt sein Schwert und schneidet dich frei von diesen ganzen Energien, die dir nicht mehr dienlich sind, die nicht mehr in dein neues Leben gehören. Du darfst jetzt dich entfalten. Hier, deine Magie wirkt durch dich. Du darfst dich unabhängig machen und darfst jetzt deinen Weg gehen. Und Capricorn, ne, das ist ja Steinbock-Energie, ein neues Fundament aufbauen, dich im Grunde neu zusammensetzen, dein Leben auf ein neues Fundament setzen. Und vielleicht ist das auch die Steinbock-Energie, die sich hier zeigt. Ne? Capricorn ist ja ein Erdzeichen. Vielleicht möchtest du dein Leben, wie gesagt, auf ein neues Fundament setzen. So, 4 der Kelche. Hätte ich gerne noch mehr gewusst. Da haben wir den Ritter der Münzen. Da ist er. Siehst du, sage ich doch. Capricorn, da ist er. Also, es werden sich hier Möglichkeiten zeigen, ganz unscheinbar so am Rand, ja. Und du darfst den Kopf heben, ja, nicht hier weiter hier unten nach den 3 Kelchen gucken, sondern hier sind nämlich auch die 3 Kelche, da stehen sie allerdings. Hebe deinen Blick. Es werden sich hier wirklich ernsthafte Möglichkeiten zeigen, entweder deine Finanzen langfristig gesehen wieder in die Stabilität zu bringen. Oder dass du hier einen Menschen kennenlernst, der wirklich dir Halt gibt, der dir Sicherheit, Geborgenheit gibt, der es ernst meint mit dir. Das ist eine aufbauende Energie. Ritter der Münzen, der ist zwar jetzt nicht der Schnellste, aber dafür ist das, was er aufbaut, wirklich langfristig gesehen sehr ertragreich. Also ob auf einer Beziehungsebene, ja, kannst du auf so einen Menschen immer setzen, die sind sehr zuverlässig und sehr ernsthaft in den Dingen, aber du kannst mit denen auch unwahrscheinlich gut das Leben genießen, ja. Die geben dir immer Sicherheit und Halt und wenn du als Skorpion wirklich so am Zerfließen bist, das ist ja auch so interessant, ne? Wenn du ein Wasserzeichen bist, mit Skorpion bist du ja ein Wasserzeichen, neigst du vielleicht auch manchmal so für alles und jeden da zu sein, deine Energie quasi in alle Richtungen zu zerfließen. Und dann fehlt dir irgendwann die eigene Energie. So, deswegen brauchst du so wie Wasser, was kanalisiert wird, wie so eine Zisterne. Ne? Du brauchst im Grunde Struktur, System, Ordnung brauchst du, das ist Jungfrau-Energie. Dieses Erdige, das hält dich zusammen, also das gibt dir Halt. Und dann kannst du im Grunde, so wie das Wasser in einer Zisterne,
schön geschmeidig fließen und fließt nicht in alle Richtungen. Also für dich ist Erdenergie unglaublich gut. Wenn du solche Menschen um dich herum hast, wirst du wahrscheinlich merken, dass du mit denen immer sehr gut zurechtkommst. Und ja, wollte ich nur mal sagen. So, schauen wir mal, was die sieben der Kelche dir mitzuteilen haben. Was sind denn die sieben der Kelche? Da haben wir die fünf der Schwerter. Okay. Also ganz ehrlich, ich muss dir leider sagen, dass du hier scheinbar in so einen Zustand kommst der Verwirrung. Und das stellt hier wahrscheinlich eher einen inneren Konflikt dar. Du kriegst jetzt zwar eine Möglichkeit gereicht, du wirst hier eine Wahrheit erkennen. Vielleicht teilt dir auch jemand eine Entscheidung mit, wodurch sich hier ein neuer Weg eröffnet. Aber ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hier nicht siehst, dass du die nicht annimmst oder du zu viele Angebote hast und jetzt weißt du nicht, für wen du dich entscheiden sollst. Hast du mehrere Personen in deinem Umkreis? Wir haben ja hier schon Page der Münzen, Page der Kelche, Page der Stäbe. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du die Qual der Wahl haben könntest, was sich für dich schwierig anfühlt. Okay, gucken wir mal, womit es hier mit den 10 der Münzen auf sich hat. Ach, 10 der Münzen. Was erzähle ich denn? 10 der Stäbe. Warum 10 der Stäbe im Outcome? Nochmal so eine Fünfer-Energie hier. Also mit den Fünfern hast du es ja. Hier sind 5, da ist 5, dort ist 5. Ja, das sind immer so etwas herausfordernde Energie. Hier ist man im Mangel, hier ist man so im Clinch oder im Konflikt. Und das ist hier so auch so ein bisschen Reiberei, aber eben, ich nehme das eher so herausfordernd. Es ist herausfordernd, es ist anstrengend. Irgendwas ist anstrengend, irgendwas ist herausfordernd. Du hast hier vielleicht mit ja, wenig Schlaf zu tun, viel zu tun oder so, ich weiß nicht, wo du machst, was du machst, dass du so wenig Schlaf hast. Erzähl. König der Stäbe, Also hier ist jemand ziemlich leidenschaftlich unterwegs. Heieiei. Also ich möchte hier keine Bilder reinkommen von wegen Bettgeschichten oder so. Ja, das möchte ich alles nicht hören. Das will ich auch nicht sehen. Also es wird gerade so ein bisschen, geht gerade in eine eigenartige Richtung, muss ich mal sagen. König der Stäbe hätte ich gerne mal gewusst. Hast du es mit dem König der Stäbe zu tun? Dann könnte das ein Feuerzeichen sein. Widder, Löwe, Schütze. Oder es geht halt einfach darum, dass du hier ein Projekt hast, eine Selbstständigkeit hast und du hast unglaublich viel zu tun. Ja, du musst da so viel, musst vielleicht was abstimmen mit anderen Personen. Ihr müsst gemeinsam hier was regeln. Ja, da sind mehrere Personen dran beteiligt an der ganzen Sache. Und das macht dir so ein bisschen Kummer und Sorgen, weil es nicht so einfach ist. Hier geht es auch darum, zusammenzuhalten, sich gegenseitig zu unterstützen. Vielleicht fehlt dir da auch so die Unterstützung. Du hast das Gefühl, du musst das alles alleine wuppen. Es ist anstrengend. Jetzt zeigt sich hier der König der Stäbe, der wie gesagt für diese Unabhängigkeit steht. Die haben wir hier auch schon. Dieses mutige Voranschreiten kann natürlich die Widderenergie hier auch widerspiegeln. Und wir schauen mal. Königin der Kelche. Das ist entweder dein Pendant, also dein Herzensmensch, oder dass du hier wirklich etwas akzeptieren musst. Und zwar, dass du hier die Führung übernehmen musst. Du musst die Dinge in die Hand nehmen, so wie hier die Person, die hier auf diesem Thron sitzt. Das wird kein anderer für dich tun. Du hast hier wirklich eine Situation oder mit einer Situation zu tun, muss man mein Töpfchen hier ein bisschen schieben, wo du gefordert bist. Ja, die Welt. Die Welt steht für Dinge zur Vollendung bringen, aber auch etwas in die Welt bringen, nehme ich ja auch wahr, vielleicht auch Internet. Ja, vielleicht ist das das Ding hier mit der Kommunikation, dass irgendwas in die Welt gebracht werden muss. Und so unter dem Motto, du bist jetzt dein, wie sagt man, man ist sein eigenes, nee, sein Glück, nee, sein Schmied seines eigenen Glückes. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es in der richtigen Reihenfolge. Nicht, dass so ein Quatsch daraus kommt oder so. Königin der Kelche steht so für deine inneren Träume, Wünsche und Bedürfnisse.
Königin der Kelche neigt auch dazu, hier und da, was ich vorhin schon gesagt habe, sich aufzuopfern, zu zerfließen, für alles und jeden da zu sein. Dann gilt das hier, wenn dich das anspricht, dich abzugrenzen, weil die Welt, ne, guck mal, sie hat hier, um ihre Unschuld und ihre Reinheit zu bewahren, hat sie um sich rum diesen Kranz. Ich glaube, das soll ein Lorbeerkranz oder so eigentlich sein. Sieht zwar nicht so aus, aber egal. So, um dich gesund abzugrenzen. Du bist da auf jeden Fall beschützt, aber du musst natürlich auch dafür sorgen, dass diese Energie bestehen bleibt, dass du dich ganz fühlst, dass du nicht zerfließt, dass du nicht in Konflikte gerätst oder dich aufopferst. Das ist hier zu anstrengend. Ne? Jo, scheinbar sieht das so aus. So, ihr Lieben. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir in die weiterführende Legung. Was werden wir da klären? Was wollen wir da klären? Ich möchte gerne mal wissen, was denn das Angebot ist hier mit dem Ritter der Münzen, an was du hier, was hier reinkommt. Die haben wir auch schon den Page der Münzen. Ich denke, dass das ganz arg im Zusammenhang hängt. Vielleicht kriegen wir da noch mehr raus. Und ja, und dann werde ich zum Schluss auf jeden Fall noch eine Orakelkarte von The Map von Colette Baron-Reid für dich ziehen. Und du kriegst auch noch einen Hinweis aus dem Human Design, was für dich jetzt besonders wichtig ist. Und dann sind wir durch. Jo, ihr Lieben. Also, wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über einen fetten Daumen nach oben. Kostet dich nichts, ist für mich aber sehr viel, wäre es mir sehr viel wert. Oder kannst auch kostenfrei ein Abo dalassen. Das ist wirklich komplett kostenfrei. Und ja, und hilft mir hier wirklich, dass der Kanal wächst, weil er dann halt, weil die Videos dann eben weiter vorgeschlagen werden auf YouTube, ne? Und das würde mir sehr helfen, dann kann ich noch mehr Videos für euch hochladen. Ihr Lieben, ja, oder du Liebe, ich freue mich von dir zu hören. Wenn du eine persönliche Beratung haben möchtest, findest du meine Kontaktdaten ja unterhalb des Videos in der Infobox. Freue ich mich, wenn wir uns dann dort wiedersehen oder hören. Und ansonsten mach's gut, hab einen wunderschönen Mai. Ich sage bye bye. Bis dann.